Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Liebeszauber, 24. August 2017. Ein Herzensmann oder eine Herzensdame kann ich nicht herzaubern, aber ich erkenne die richtigen Momente im Leben, im richtigen Ort zu sein und auch die Hindernisse und wie man diese Hindernisse überwindet. Die Liebesenergie befindet sich gerade im Tierkreiszeichen Widder und es ist besonders spürbar bei den Wiedergeborenen, die am 22., 23. und 24. März Geburtstags haben. Diese Energie strahlt auch aus und das empfangen die Löwengeborenen und die Schützengeborenen, besonders die, die am 1. Dekade Geburtstags haben. Im richtigen Ort zu sein, das ist die frische Luft, ein schöner Ort, ein Park, ein Spaziergang oder eine Kunstausstellung. Worauf sollen wir achten? Auf dem inneren Gleichgewicht, die innere Ruhe bewahren, die innere Kraft spüren, keine Angst vor Bindung, keine Angst vor Beziehung, von Liebe, von Gefühlen und auch keine Angst vor Sexualität. In einer bestehenden Partnerschaft hilft ein Entgegenkommen, auf anderen zuzugehen, Gefühlen zeigen oder Gefühlen anzunehmen. Das bringt Gleichgewicht. Und die, wo alleine sind, überwinden die inneren Ängste, keine Angst von Begegnungen. Und das sind die Hindernisse, was man überwinden soll, worauf wir achten sollen. Jemand mischt sich ein und gibt ein gut gemeinter Rat. Aber dieser Rat zu folgen, ist nicht ratsam. Lieber auf dem Intuition hören, auf dem eigenen inneren Stimmen. Wenn jemand wissen möchte, wann sind die richtigen Tage für die liebe Partnerschaft, wann ist dieses Glück und wo liegen die Hindernisse, wie bewältigt man das alles, dabei helfe ich gerne. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.